wie jedes Jahr, haben wir Glück gehabt dieses Jahr. Mit der Temperatur hatten wir das Leiden. Wir haben gedacht, hoffentlich schneit. Und auf einmal, fast zwei Wochen vorher, gibt es diesen riesengroßen Schnee. Gestern beim Abschlussrennen, super, 250 Teilnehmer haben mitgemacht, kein Verletzte. Und heute ihre Siegerehrung. Ich hoffe, Sie haben auch etwas gelernt. Die Schüler haben sich bemüht, Ihnen wieder die neueste Technik beizubringen. Und ich denke, für diese geleistete Arbeit haben sich meine Kollegen auch einen Applaus verdient. Dankeschön! So, dann beginnen wir jetzt mit den Damen Kategorie 1961 und älter. Und haben wir Platz 1, die Otti Steinfuhr. Otti Steinfuhr, Platz 1. Silbermedaille Martina Jumis. Martina Juminus. Und auf Bronze Angelika Eick. Der letzte Händedruck, noch ein Küsschen vom Skilehrer, soll in Erinnerung bleiben. Die ist vom Christian, Silbermedaille, die vom Toni und die Goldmedaille vom Frischkarl. Stefan! Super! Ja, give me five! Hallo, ich bin der Patrick Brandt. Ich bin der Skilehrer von Sulm. Ja, ich war diese Woche bei der Skitest-Workout dabei, hatte eine super interessante und lustige Gruppe bekommen. Einmal eben die Lothar, dann noch sieben weitere. Wir hatten eigentlich eine sehr, sehr tolle Zeit, würde ich mal sagen. Wir haben auch beim Skirennen gute Platzierungen gemacht, zweimal Silber. Wir hatten zwar ein bisschen Pech mit den Verletzungen. Einmal die Anja, die hatte sich beim Fuß ein bisschen wehgetan. Und einmal der Peter, hat sich eine Rippe angeknackst. Aber trotzdem, denke ich, war es eine schöne Woche. Charlie hier, den Skilehrer, den allbekannten Skilehrer in Sulden und weit hinaus in den Alpen bekannt. Charlie, wie geht's dir? Mir geht's gut und ich bin wieder mit vollem Einsatz da in Sulden. Und glücklicherweise habe ich wieder einen Haufen gleiche Leute, die ich vorher gesagt habe. Die habe ich leider verloren, weil ich bin zu stark geworden. Oh ja. Ja. Aber trotzdem freue ich mich, dass immer zu uns kommen, schon ein Interviewmarsch und wir alle ein Fotomarsch und diese schönen Videos, die wir von dir bekommen, ist immer toll. Wir hatten eine super Woche, weil wir haben mit dem Wetter sehr viel Glück gehabt. Wir haben Neuschnee bekommen am Dienstag, sind nicht so viel gefahren, aber wir haben ein bisschen Tiefschnee geübt gestern, soweit keine Verletzungen und wir haben eine super Woche. Mir gefällt es super. Wir haben eine tolle Gruppe, einen tollen Skilehrer, das macht Spaß. Der Schnee ist dieses Jahr sehr super. Super Lehrer, super Truppe, wir kommen bestimmt wieder. Ich bin zum zweiten Mal hier und es ist alles super. Hallo, ich bin der Jürgen. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei. Es ist wieder eine super Gruppe, ein super Skilehrer und ich komme nächstes Jahr wieder. Hallo, ich bin Susanne.
seit 18 Jahren, das erste Mal wieder hier in Sulden und es gefällt mir wieder super gut. Ich habe ganz vergessen, wie schön es hier ist und habe auch eine super Gruppe, tolle Stimmung, tollen Schnee. Ich bin sehr zufrieden und komme wieder. Hallo, also hallo, ich bin der Bauer Gruß, gell? Ich komme aus Niederklein, habe daheim ein paar Schweine, gell? Sozusagen eine Riesensauerei. Und jetzt hat mich doch wahrhaftig dann untergefragt, warum ich hier bin. Ist doch ganz klar, das Essen im Hotel ist genial. Die Gazoo-Mädels sind überragend. Ja. Und dann die netten Leute hier in der Gruppe sagen, bis natürlich unserem Skilehrer, der Patrick, eine Wucht. Der hat es geschafft, mich schon am ersten Vormittag fertig zu machen. Schafft meine Frau fast nie. Ich bin der Peter, ich bin zum dritten Mal in Sulden. Dieses Jahr ist mein Skilehrer, der Jonas, leider nicht da und ich fahre mit Patrick. Das macht ziemlich viel Spaß. Bin allerdings erst am Montag zur Gruppe gestoßen, am zweiten Tag, da ich erst mit Sergio gefahren bin, der älteste Skilehrer hier in der Gegend, aber mir war er leider etwas zu langsam. Tolle Truppe hier, klasse Skilehrer, Südtiroler Gastlichkeit, macht Spaß. Dann hier mit dem Stefan, sowieso toller Kerl. Ja, aber du musst dringend erwähnen, dass Lothars die genialste Idee mit der Spaghetti-Pfanne hat. Sag das nochmal ganz genau. Also Lothars Idee mit der Spaghetti-Pfanne ist ideal. Freund hat mir das hier empfohlen, hat gesagt, Norbert, das wäre auch was für dich. Und AD du ist was beigebracht. Ich fahre mit ihm selbst Ski und habe das skifahrerische Niveau, was hier vermittelt wird, liegt am mindestens bis zu DDR, RTL, Reisestarre, Weile als Manuel ist ein Stimmbeil. Kann ich jedem empfehlen. Ich bin der Bauer Seifra. Hab den armen Bauer am ersten Tag so fix und fertig gemacht, dass am zweiten Tag der liebe Norbert mit mir tanzen musste. Hat super geklappt. Skifahren ist top. Wir haben einen super Skilehrer. Der Patrick macht seinen Job wunderbar. Ja, ansonsten besser geht's eigentlich gar nicht mehr hier. Er kritisiert jetzt bloß noch.